Da haben wir es schon wieder, Freitagabend, und damit hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von BLK Regional. Wir starten 30 Minuten lang gemeinsam ins Wochenende und dafür haben wir jede Menge Wissenswertes und Informationen aus unserem Burgenlandkreis im Gepäck. Und es geht gleich los mit unserem ersten Beitrag. Macht und Pracht hieß das bundesweite Motto des Tags des offenen Denkmals am 10. September in diesem Jahr. Das Thema bestach durch sehr breite Interpretationsmöglichkeiten. Den Veranstaltern und Organisatoren wurde es leicht gemacht, Anknüpfungspunkte für ihre Präsentation des Denkmals zu finden. Deutschlandweit beteiligten sich auch in diesem Jahr viele kulturhistorische Stätten am Tag des offenen Denkmals. In Zeitz war dies unter anderem die Alte Melzerei, die abgesehen von gebuchten Führungen nur an diesem Tag besichtigt werden kann. Am 10. September wurde das mit einem Jahrestag verbunden. Ich freue mich, dass wir heute in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Unterirdisches Zeitz e.V. das nunmehr 15. Melzereifest hier in diesem schönen Areal machen können, veranstalten können. Wir haben einen Tag voll mit Musik, mit Ausstellungen in der Alten Melzerei. Das Gebäude konnte bis unter den Dachboden in Augenschein genommen werden. Eine der Ausstellenden an diesem Tag war Hobbykünstlerin Susanne Dorfmüller. Dass die hier entstanden sind, das verdanke ich einem Fußtritt sozusagen einer lieben Kollegin, weil die weiß, dass ich zeichne, und das mache ich schon seit ich denken kann eigentlich, dass ich alles bemale, das heißt leere Blätter. Meine Eltern haben mir Blöcke gekauft mit 200 Blatt, die gab es damals so, die habe ich da alle so niedergemacht. Aber dann später haben es meine Eltern versucht, in Bahn zu lenken, und ich war also hier in Zeitz in einem Zeichenzirkel über einige Jahre. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, und dabei habe ich eben auch mal meine Heimatstadt mit ein bisschen anderen Augen gesehen. Und das ist geblieben. Das macht mir Freude bis heute, dass ich also so eine Ecke in mir suche. Nicht immer nur Verfall, aber auch das ist besonders interessant, sondern eben auch manchmal was, was sehr schön geworden ist in Zeitz. Dieser Fußtritt ist nötig, weil ich eben manchmal auch noch ein bisschen bequem bin und mich nicht entschließen kann, anzufangen. Und das war jetzt so. Das Melzereifest kam und ich wurde gefragt, ob ich da was mit ausstellen möchte, und dachte so an 4, 5 Bilderchen. Und als ich gefragt wurde, ob ich 20 habe oder mehr, habe ich gesagt, nein, habe auf 10 reduziert, weil ich ja auch ein Thema brauchte. Und dann musste ich loslegen. Alles, was ich Monate und zum Teil auch jahrelang im Kopf hatte, habe ich dann noch umgesetzt. So wurde aus alt in gewisser Weise neu. Einige Kilometer von Zeitz entfernt in Gröbitz ging es ebenfalls um Erneuerung. Das dortige Lutherdenkmal sollte zum 500. Geburtstag der Reformation eine Erneuerung erfahren. So traf man sich in der Kirche zu einem Gottesdienst. In Gröbitz, in der Straße in Richtung Weißenfels, steht ein Denkmal. Das wurde vor 300 Jahren aufgestellt. Und wir hatten angenommen oder gedacht, dass Luther auch bei uns war, aber das war nicht so. Ich habe mich dann befragt in Stößen bei Herrn Schulz, das ist der Ortschronist. Und also er war in Gröbitz nicht, aber wir haben gedacht, es ist Jahr der Reformation und wir machen dann ein kleines Fest draus. Zu dem dann Luther trotzdem gekommen war. Mit Orgelklängen und Live-Musik wurde ein Gottesdienst im lutherschen Sinne veranstaltet. Auch der Altar wurde neu gedeckt. Luther kam nicht mit leeren Händen, er brachte eine überarbeitete Version seiner Bibel mit. Unsere Kirche wird noch genutzt, in der Regel alle 14 Tage zum Gottesdienst. Wir sind zwar eine kleine Gemeinde, aber wir haben in unserer Kirche sehr viel gemacht. Wir haben den Turm vor 20 Jahren, das ist ja ein schönes Wahrzeichen, der stand ziemlich schief. Das haben wir alles wieder gemacht. Wir haben innen drin vieles gemacht. Wir haben die Orgel gemacht, wir haben Lampen reingelegt. Also immer so nach und nach. Es ist ja auch eine Frage des Geldes. Reformation, wie wichtig war das für Gröbitz? Ja, damals war es wahrscheinlich sehr wichtig, weil ja die Christen das bezahlt haben, dieses Denkmal. Und das wird ja sicher auch nicht billig gewesen sein. Für uns ist es eben jetzt auch noch
wichtig, dass wir sowas in Gröbitz haben und dass wir das erhalten, was unsere Ahnen mühevoll uns hinterlassen haben. So ging es nach dem Gottesdienst zum Denkmal. Pfarrer Wisch erinnerte daran, dass schon das Wort Denkmal eine Bedeutung hat, über Dinge, Personen oder Ereignisse nachzudenken bzw. dieser zu gedenken. Und wir haben die Schrift erneuern lassen in dem Denkmal, weil die sehr verblasst war. Und weil in Gröbitz nicht sehr viel los ist, haben wir uns gedacht, da machen wir mal einen schönen Nachmittag, laden hier zum Festgottesdienst ein. Anschließend gehen wir davor, wo das Denkmal steht. Und ganz zum Schluss gehen wir noch in die Schmiede, in unsere alte Dorfschmiede. Und dort gibt es Kaffee und Kuchen und dann können wir noch gemütlich beisammensitzen und den schönen Nachmittag ausklingen lassen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff nahm am Donnerstag in Weißenfels an einer Aufführung des Theaterstücks Martin, Bruder und Reformator des neuen Theaters Zeitz teil. Dies und weitere Nachrichten, die haben wir jetzt kurz und kompakt in unseren Meldungen der Woche für Sie. Für Fans des Halleschen FC lohnt sich am Dienstag, den 26. September, ein Besuch bei der AOK am Robert-Franz-Ring in Halle. Die Gesundheitskasse hat Spieler des Halleschen FC zu einer Autogrammstunde eingeladen. Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr stehen sie mit dem HFC-Barkas vor dem Haupteingang des AOK-Kundencenters für ihre Fans bereit. Das nächste Spiel haben die Hallenser bereits am Samstag um 14 Uhr gegen Chemnitz. Global denken, lokal handeln im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit war das Thema der bereits 14. Sommerakademie der Kulturstiftung Hohenmölzen, die vom 17. bis 19. September durchgeführt wurde. Da laden wir uns wissenschaftlichen Nachwuchs nicht nur aus Deutschland ein, sondern zu uns kommen Menschen aus Togo, aus Peru, aus China, aus Polen. Wir sind also international aufgestellt. Das Modell der Sommerakademie gibt es in dieser Form seit 4 Jahren, dass also diese jungen Nachwuchswissenschaftler auch von Gymnasien, aber natürlich von Hochschulen, die eine Seminararbeit geschrieben haben, eine Bachelorarbeit geschrieben haben, auch eine Doktorarbeit, wie wir sie gerade eben in der Präsentation erlebt haben. Und sie stellen uns diese Arbeiten hier vor, einer fachkundigen Jury, die interdisziplinär zusammengesetzt ist, und kriegen dort ein Feedback für ihre Tätigkeit, für ihre Arbeit. Und natürlich werden sie auch bewertet und es gibt einen Förderpreis der Kulturstiftung. Ziel der Akademie ist es, Ideen zu sammeln, aber auch Ideen weiterzugeben. Das ist total spannend. Also zum Beispiel die Kollegen, die aus Polen angekommen sind, haben sozusagen ihre Vorstellung von Rekultivierung hier im Rahmen vorgestellt. Und der Bergbau, also zumindest die Bergbauregion, die wir dort kennengelernt haben, muss man sich so vorstellen, dass es ungefähr 20 Mal so groß ist wie der Tagebau Schlenhain hier im mitteldeutschen Raum. Und die Herausforderungen sind dementsprechend noch höher und die Ideen sind mannigfaltig. Und so können wir beide Regionen voneinander gut lernen. Wir befruchten uns gegenseitig mit unseren Ideen. Also es gibt ja auch Studenten an der Bergakademie in Freiberg, die hier sind, aus dem Togo zum Beispiel, um sozusagen hier ihre Erfahrungen zu sammeln und die mit in ihr Heimatland hineinzunehmen. Das ist der Austausch. Und was total interessant ist, hier sitzen zum Beispiel auch Archäologen oder Forstwirte. Also dass wir über diese verschiedenen Disziplinen hinweg unsere Ideen und unsere Perspektiven, auch die Kommunale als Bürgermeister, auf diese Herausforderungen werfen. Am Montag, den 18. September, veröffentlichte der Burgenlandkreis als erster Landkreis in Sachsen-Anhalt einen umfassenden Bericht über seine Bildungslandschaft. Damit sollen der Kreistag sowie das Landratsamt eine sichere Datengrundlage haben, um solidere Entscheidungen zur Verbesserung der Bildungsstrukturen fällen zu können. Ziel soll es sein, die Bildungschancen der Einwohner im Burgenlandkreis zu erhöhen und einen Beitrag zur mehr Chancengerechtigkeit zu leisten. Dazu soll im Burgenlandkreis eine aufeinander abgestimmte Bildungslandschaft mit passenden Bildungsangeboten für die hier lebenden Menschen geschaffen werden. Gleichzeitig bildet der Bericht Entwicklungen im Bildungsgeschehen ab und vergleicht die Situation im Burgenlandkreis mit der des Landes Sachsen-Anhalt. So unter anderem im Bereich der Kinderbetreuung.
Durch eine relativ hohe Betreuungsquote gibt es im Landkreis bereits eine breite Inanspruchnahme an frühkindlichen Bildungsangeboten. Dafür spricht auch, dass der Anteil der Kinder, bei denen zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung Sprachtherapiebedarfe festgestellt wurden, im Jahr 2016 mit rund 31% deutlich unter der landesweiten Quote von 23% lag. In das Weißenfelser Kulturhaus wurden am 21. September Schüler aus Weißenfels eingeladen, ein Theaterstück des Neuen Theater Zeitz über Martin Luther erleben zu können. Ebenfalls eingeladen war Ministerpräsident Rainer Haseloff. Das Stück behandelte in Auszügen das Leben bzw. die Stationen des Martin Luthers, vom Gang ins Kloster über das Verfassen seiner Thesen, seiner Ächtung, da er seinen Schriften nicht abschwur, und sein Leben im Alter mit seiner Frau. Wir sprachen mit Rainer Haseloff und Henriette Rossner-Sauerbier und kommen in der nächsten Sendung darauf zurück. Moin Großer, alles Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Die Grillsaison ist eröffnet. Kolbener Wurstspezialitäten bietet Ihnen zahlreiche Leckerbissen für Ihr Grillvergnügen. In unserem umfassenden Grillsortiment findet sich bestimmt für jeden Geschmack das passende Grillfleisch. Täglich frisch und selbstgemacht. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns in einer unserer 5 Filialen. Denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Was nehmen wir uns gemeinsam fürs Wochenende vor? Ich habe einige Tipps. Zum Beispiel das Holzfest in Naumburg. Dort findet gleichzeitig als Highlight die Deutsche Meisterschaft im Speedcarving statt. Oder der Tag der offenen Feuerwehr in Weißenfels. Die Kameradinnen und Kameraden weihen nämlich ihr neues Gerätehaus ein. Und was noch dabei ist, das haben wir jetzt zusammengefasst in unseren Veranstaltungstipps. Wasser strömt, Wasser verdrängt die Luft, Wasser beeinflusst das Licht. Mit der Ausstellung Wasser im Fluss der Phänomene ist Science on Tour in der Zeit vom 25. September bis zum 7. Oktober im Leislinger Einkaufszentrum Schöne Aussicht zu Gast. Bereits beim Annähern an die Ausstellung werden Sie mit der Tatsache konfrontiert, dass es sich hierbei um eine Ausstellung der ganz besonderen Art handelt. Statt Ruhe herrscht eine ausgesprochene Dynamik. Besucher und Besucherinnen erforschen gemeinsam die physikalischen Eigenschaften des Wassers. Die Ausstellung ist mehr Werkstatt als Museum. Sie können hier lernen, den eigenen Erfahrungen zu vertrauen. Naturwissenschaft und Technik offenbaren ihre Geheimnisse. Der Weißenfelser Bauernmarkt lockt jedes Jahr Hobbygärtner und Fans von regionalen Produkten in die Saalestadt. Blumen, Jungpflanzen und Setzlinge für den eigenen Garten, frische und regionale Leckereien sowie traditionelle Handwerksprodukte. Diese Kombination im Angebot macht den Weißenfelser Bauernmarkt seit vielen Jahren zu einem der beliebtesten Sondermärkte der Region. Auf die 46. Auflage des Bauernmarktes dürfen Sie sich am 23. September in der Zeit von 8 bis 14 Uhr freuen. Die Händlerinnen und Händler bauen aufgrund der Marktsanierung in diesem Jahr ihre Stände nicht auf dem Marktplatz, sondern in der Jüdenstraße auf. Auch für ein kleines Unterhaltungsprogramm und das leibliche Wohl ist vor Ort gesorgt. Am Samstag, den 23. September, lädt das Weißenfelser Asklepios Krankenhaus in der Zeit von 10 bis 14 Uhr zum 13. Gefäßtag ein.
Wie in jedem Jahr möchte man Ihnen Aktuelles und Interessantes aus dem Gebiet der Gefäßchirurgie vorstellen. So haben Sie die Möglichkeit, ab 10.15 Uhr an einer Faltdemonstration mittels Angiografie, CT und MRT Aufnahmen von Patienten mit Gefäßerkrankungen beizuwohnen. Ab 10.45 Uhr können Sie dann der Frage nachgehen, was, wenn man doch operieren muss? Des Weiteren gibt es eine Demonstration, wie zum Beispiel Dopplerdruckmessung sowie Duplexsonographie der Karotiden und Aorta. Das Interesse an Aktions- und Informationstagen des Klinikum Burgenlandkreis sowohl in Naumburg als auch in Zeitz ist ungebrochen. Und so wird es auch am 23. September von 9 bis 13 Uhr beim diesjährigen Gefäßtag im Naumburger Krankenhaus sein. Auf den buchstäblichen Ansturm hat man sich hier im Haus bereits wieder eingestellt und das Ganze bis ins kleinste Detail vorbereitet. Angeboten werden wiederum mehrere Referate, kostenlose Ultraschalluntersuchungen der Bauch-Becken-Beingefäße und der Halsgefäße, eine Demonstration des gefäßchirurgischen Operationssaales und der interventionell-radiologischen Abteilung sowie verschiedener gefäßchirurgischer Instrumente und Präparate. Sie haben an dem Tag die Möglichkeit, sich einmal durchchecken zu lassen. Das Team der Erlebniskirche in Wehlitz lädt alle Interessenten ein, gemeinsam zu musizieren. Kleine und große Künstler unserer Region haben hier die Möglichkeit zu zeigen, wie vielfältig Musik ist. Und es warten gewiss noch versteckte Talente. Auch Zuhörer sind sehr willkommen. Wer ein Instrument spielt oder singen möchte, das Team um Erik und Bärbel Walter freut sich auf euch. Informationen zu dieser Veranstaltung und weiteren Highlights erhalten Sie auf der Internetseite www.erlebnis-kirche.info. Beginn ist um 16 Uhr. Kommen wir zu unserer sportlichen Seite der heutigen Sendung. In einer Woche geht's los für die Wölfe des Mitteldeutschen Basketballclubs in die neue Spielzeit der ersten Basketball-Bundesliga. Zuvor heißt es allerdings noch ein Testspiel zu absolvieren. Morgen kommt Ligakonkurrent Science City Jena in die Stadthalle. Dies und weitere Spielansetzungen, die sehen Sie jetzt in unserem Sportblick vom Wochenende. In der Fußballverbandsliga haben die Mannen des Blau-Weiß-Zorbau ein weiteres Auswärtsspiel vor sich. Am Samstag treffen sie auf Blau-Weiß-Dölau. Die Gastgeber liegen derzeit auf Platz 8. Sie haben im letzten Spiel gegen Dessau 4:1 verloren. Bleibt nun abzuwarten, wie sie sich gegen den Tabellendritten aus Zorbau schlagen werden. Anpfiff ist um 15 Uhr. Drei Heimspiele haben unsere Mannschaften am Samstag in der Landesliga zu bestreiten. Der erste FC Weißenfels hat die SG Brachstedt zu Gast. Nach dem 0:3-Sieg gegen Reppichau wollen die Blau-Gelben natürlich jetzt auch ihr erstes Heimspiel in der Saison gewinnen. Der SV Braunsbetra begrüßt am Samstag den SV Schwarz-Gelb Bernburg auf heimischen Rasen. Und der SC Naumburg spielt an diesem Wochenende gegen den Tabellenfünften aus Eisleben. Alle Spiele beginnen jeweils um 15 Uhr. Der erste FC Zeitz hat an diesem Wochenende den SV Merseburg zu Gast. Die Elsterstädter werden es wohl da etwas schwerer haben als im letzten Spiel gegen Spora. Die zweite Mannschaft des Blau-Weiß-Zorbau begrüßt am Samstag den BSC 99 Laucha. Und der ESV Herrengosserstedt trifft auf den Tabellenersten aus Güntersdorf.
FC RSK Freiburg bestreitet ein Auswärtsspiel gegen den TSV Leuna und die zweite Mannschaft des FC Weißenfels reist nach Wengelsdorf. Ebenfalls ein Auswärtsspiel hat der SV Großgrimma. Die Mannen aus dem Ribbachtal treffen auf den SV Spora und die Mannschaft des Rot-Weiß-Weißenfels läuft am Samstag beim SV Eintracht Gröbers auf. Alle Spiele werden um 15 Uhr angepfiffen. In der Handball-Oberliga begrüßt der HC Burgenland am Samstag um 19 Uhr die zweite Mannschaft des HC Elbflorenz 2006 in der Sporthalle des Eurowill Naumburg. Dabei dürfte das Spiel wohl recht einseitig verlaufen. Auch hier gilt der Tabellenzweite als Favorit in der Begegnung. Auch die Damen des HC Burgenland stehen am Samstag auf dem Parkett. Anpfiff ist um 15 Uhr gegen die HSG Riesa Oschatz. In der Verbandsliga Süd trifft die zweite Mannschaft des HC Burgenland in einem Auswärtsspiel auf den BSV Fichte Erdeborn und der Weißenfelser HV 91 begrüßt am Sonntag um 14 Uhr die zweite Mannschaft aus Köthen. Nach dem torreichen Sieg gegen die Leipziger Löwen reisen die Herren des UHC Sparkasse Weißenfels in die Hauptstadt. Dort stehen sie dem BAC Berlin gegenüber. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr in der Max-Schmeling-Halle. Der SV Grün-Weiß Langendorf begrüßt am zweiten Spieltag in der zweiten Bundesliga den ESV Lok Elsterwerda auf heimischer Bahn. Die Partie startet um 14 Uhr. Und der SV Geiseltal-Mücheln reist an diesem Samstag nach Wörlitz. Zum zweiten Spieltag in der Verbandsliga reist der SV Fortuna Kainer nach Dessau und der SV Grün-Weiß-Grandschütz hat am Samstag die erste Mannschaft des SV Blau-Weiß-Elsnig zu Gast. Die zweite Mannschaft des SV Geiseltal-Mücheln trifft an diesem Wochenende auf den SV Etteritz. In der Landesliga Süd spielen am Samstag der SV Burgwerben gegen SV Fortuna Brücken und der VfB Schornhorst Groß-Görschen kegelt beim SV Germania Schafstedt. Beide Partien beginnen jeweils um 14 Uhr. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet. Auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Reko Möbel, wir bringen Farbe in Ihr Leben. Wir bleiben sportlich und Sie können sich jetzt auf die neue Ausgabe unseres Handballmagazins 7 Meter freuen. Unter anderem mit Spielen aus der ersten und zweiten Handball-Bundesliga. Sportfrei und viel Spaß dabei. Sendung 3, die TSV Hannover Burgdorf, ungeschlagen auf Tabellenplatz 1 und wir haben sie besucht. Damit hallo zur neuen Ausgabe. Dass die Recken nach 5 Spieltagen an der Tabellenspitze stehen, hätte wohl keiner der Experten vorhergesagt. Nach einer katastrophalen Rückrunde wurde frischer Wind gebraucht und den brachten Iker Romero und Carlos Ortega. Ein bisschen Spanien in Hannover, diese Woche nicht nur sportlich. Kulinarisch ist alles vorbereitet für ein bisschen spanisches Flair in Hannover. Das neue Trainerteam der Recken heute mal in ganz ungewohnter Situation, gemeinsam in der Küche. Iker Romero fällt dabei direkt ein Fehler auf. Alles gut, aber hier fällt vor der Spanisch ein Glas Wein oder etwas. Nein, ein bisschen, kein Problem. Gute Laune. Wie könnte es als Überraschungstabellenführer anders sein? Und natürlich, die beiden zaubern spanische Tapas. Wobei das Leibgericht des Trainers eigentlich ein anderes ist. Pasta ist sehr einfach und ich bin ein Profi im Pasta zubereiten. Trotzdem bringt Carlos Ortega ordentlich spanische Würze mit.
Ein Traumauftakt mit 5 Siegen, Kiel und Flensburg geschlagen. Besser hätte es für die Recken nicht laufen können. Romero ist in der Liga ein bekanntes Gesicht, lief 4 Jahre lang für die Füchse Berlin auf. Carlos Ortega trainierte vorher Top-Teams wie Veszprem und Kopenhagen. Er ist super. Er ist super, weil er hat die, ja klar, die Handball, er hat die Idee und er hat auch die Idee, wie kontrollieren alles, die Mannschaft. Er ist zu hören gut in mit den Spielern, er hat eine gute Atmosphäre mit der Mannschaft, er kontrolliert richtig gut alle Situationen. Und ist nicht wegen, ich muss das sagen, ist die Wahrheit, ist die totale Wahrheit. So, das ist, wie ein Trainer muss sein. Die beiden Spanier standen in Hannover vor einer großen Aufgabe. Ein Team, das ohne Sieg durch die Rückrunde gegangen war, musste wieder aufgebaut werden. Spielerisch und mental. Dabei war vor allem eins gefragt: Fingerspitzengefühl. What happened last season? Was letzte Saison passiert ist, war für die Spieler eine mentale Herausforderung. Wir haben mit allen von Anfang an gesprochen, mit jedem Einzelnen und mit der Mannschaft als Ganzes. Wir müssen hart arbeiten, wir brauchen ihr Vertrauen, damit sie an unsere Arbeitsweise glauben. Bis jetzt war es fantastisch und ich hoffe, dass es so weitergeht. Fantastic. No, I'm crossing my finger that this continue, no? Ihr Geheimrezept verraten uns die beiden nicht. 5 Siege in 5 Spielen zeigen aber, dass das spanische System funktioniert. Die wichtigsten Zutaten für den Erfolg sind allerdings kein Geheimnis. Sie sind super Spieler. Wir müssen sagen, dass ohne die Spieler was kann gar nichts machen. Und sie sind richtig gut. Wir haben gemacht die Taktik, sie haben gut akzeptiert, aber sie haben Qualität ohne Ende. Diese Qualität haben sie feurig bewiesen. Anstoßen zu Saisonbeginn. Nach dieser Serie ausnahmsweise erlaubt. Na dann, Prost, die Tabellenführung ist sicherlich auch Ihr Verdienst. Mit 7:3 Punkten auf Platz 2 der Tabelle steht die MT Melsungen. Am Wochenende gab es ein Unentschieden gegen den TBV Lemgo. Dabei nur zuschauen konnten die verletzten Müller-Brüder Philipp und Michael. Wir haben beide vor unsere Hand aufs Harz-Kamera bekommen. Die Spezialausgabe mit den Müllers. Hallo Michael. Philipp. Kleiner Scherz, ich weiß. Wie oft wirst du eigentlich Michael genannt? Kommt seltener vor als gedacht. Heute zumindest ja schon einmal. Apropos Verwechslung. Wieso steht in deinem Wikipedia-Artikel eigentlich ein anderes Geburtsdatum als bei deinem Bruder? Puh, gute Frage. Selber getürkt. Was kann dein Zwillingsbruder besser als du? Mit links werfen. Und was kann er noch von dir lernen? Den Rest. Wenn du dein Bruder wärst, dann? Wäre ich lieber ich. Und wenn du ein Kuchen wärst, dann wärst du ein? Eine schöne Sahnecreme-Torten. Kneipe oder Club? Kneipe. Bei welcher Süßigkeit wirst du schwach? Schokokrossis. Deine schlechteste Angewohnheit? Ungeduldig. Wie war deine Führerscheinprüfung? Kurz. Hattest du schon mal ein Haustier? Ja, Katze. Aber lang, lang ist es her. Wie hieß sie denn? Ach, Mocki. Was darf beim Frühstück auf keinen Fall fehlen? Kaffee. Kannst du einen Dialekt sprechen? Nee. Mit Hochdeutsch ist ein bisschen schwer, aber sonst ja. Schon mal ein Gesetz gebrochen? Ein Gesetz gebrochen. Mit Sicherheit. Erwischt worden? Nee. Hast du ein Lebensmotto? Mit Erwartungen fangen Enttäuschungen an. Dankeschön. Bitteschön. In der Club-Challenge führt weiterhin Michael Eilendorf von der MT Melsungen. Der nächste Herausforderer kommt aus Hannover und heißt Timo Kastening. Bisher musste der 22-Jährige in dieser Saison noch keine Niederlage einstecken. Und dabei wollte er es auch belassen. Ob ihm das gelang? Wir schauen rein. Ich traue ihm 4 zu. Was, 4? 4, ja. Mit die kleinen Arme? Also die Erwartungen sind auf jeden Fall 5. Ja? Wenn er das nicht bringt, dann müssen wir uns was für die Mannschaftskasse überlegen, oder? Ah, das ist ja mein Amt. Ja, ja, das kann ich. Sehr gut. Timo, unter 5 kostet.
Ja, der Druck ist ziemlich groß. Die Konkurrenz hat sehr gut vorgelegt. Wie viele waren es denn? Gute Frage. Ich denke, ist ganz in Ordnung. Damit bringt Timo Kastening die Recken auch in der Club-Challenge auf Rang 1. 5 Treffer wie Michael Allendorf, aber ein kleines bisschen schneller. Es läuft bei der TSV Hannover-Burgdorf. Wie es bei den anderen Vereinen läuft, darauf schauen wir jetzt in der Tabelle. Und natürlich gibt es auch wieder alle Übertragungstermine für euch. Die Recken führen die Tabelle ungeschlagen an. Melsung steht auf Platz 2. Die Füchse Berlin mit 2 Spielen weniger folgen auf dem 3. Rang. Dahinter lauern die Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg ist 9. Die 2. Tabellenhälfte eröffnet Lemgo mit 5:5 Punkten vor Stuttgart, Erlangen und Minden. Altmeister Gummersbach findet sich derzeit auf Rang 16 wieder. Die Aufsteiger aus Hüttenberg und Lübbecke stehen auf den letzten beiden Tabellenplätzen. Was in der 2. Liga vor sich geht, das erfahrt ihr übrigens auf der Homepage der DKB Handball-Bundesliga. Dort gibt es in dieser Saison Spielzusammenfassungen aller Partien. Ihr verpasst also nichts mehr. Das war 7 Meter für heute. Wir sehen uns wieder am 4. Oktober. Schaut gerne rein. Bis dahin. Ciao. Kommen wir nun zu meinem Lieblingsthema, der kleinen Wetterplauderei. Die Wissenschaft hat es uns diese Woche verkündet. Man geht davon aus, dass der kommende Winter der kälteste der letzten 100 Jahre wird. Ja, ich sag mal, als Gartenbesitzer braucht man eigentlich keine Wissenschaft. Man schaut einfach mal vor die Tür und sieht viele Tannenzapfen am Baum, viele Eicheln und Nüsse am Boden und die Eichhörnchen sind fleißig. Das zeigt mir eigentlich als Gartenbesitzer, da kommt was, was Kaltes, nämlich ein kalter Winter. Zurzeit ist ja draußen ein bisschen so wie April. Das Wetter weiß nicht, was es will. Nämlich einmal regnet es, dann scheint wieder die Sonne, dann stürmt es. Ja, der berühmt-berüchtigte Spätherbst oder Spätsommer, der ist wohl dieses Jahr ausgefallen. Ich habe mal nachgeblättert, ein Jahr zurück, da hatten wir doch tatsächlich im September noch 30 Grad. Davon sind wir ja zurzeit meilenweit entfernt. Wie wird es am Wochenende? Wir schauen gemeinsam auf unsere Wetteraussichten für die nächsten 3 Tage. Am Samstag scheint bei wenigen Wolken anfangs für längere Zeit die Sonne. Im Verlauf der 2. Tageshälfte verdichtet sich die Wolkendecke von Osten her. Es bleibt jedoch niederschlagsfrei. Bei schwachem Nordostwind erreicht die Temperatur 17 bis 19 Grad. In der Nacht zum Sonntag breitet sich die dichte Wolkendecke westwärts auf alle Landesteile aus und vereinzelt fallen daraus ein paar Regentropfen. Dabei geht die Temperatur auf 9 bis 7 Grad zurück. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen. Am Sonntag zeigt sich der Himmel stark bewölkt, Regen fällt aber kaum. Bei schwachem nördlichen Wind werden Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad erreicht. In der Nacht zum Montag zeigt sich der Himmel wolkenverhangen, es bleibt aber meist trocken. Die Luft kühlt bei schwachem Nordostwind auf 10 bis 7 Grad ab. Auch die neue Woche beginnt wechselhaft, so ist es am Montag meist stark bewölkt. Hin und wieder kann sich auch mal die Sonne durchsetzen. Es ist aber nur vereinzelt mit Niederschlag zu rechnen. Die Tageshöchstwerte liegen weiterhin bei 17 Grad. Klappen wir die Sendung für heute zu. Das war sie, die Freitagsausgabe von BLK Regional. Jetzt können wir gemeinsam in ein hoffentlich schönes Wochenende starten. Aber wir sehen uns, wenn Sie möchten, am Dienstagabend natürlich schon wieder.
zur gleichen Zeit, an der gleichen Stelle. Und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Möchten Sie mehr Nachrichten lesen aus dem Burgenlandkreis, dann schauen Sie doch mal auf unserer Webseite vorbei unter blkregional.tv oder Sie besuchen uns auf unserer Seite bei Facebook. Jetzt ein schönes Wochenende, das wünsche ich Ihnen. Erholen Sie sich gut, machen Sie was Tolles draus und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen bis in die nächste Woche. Thank you.